Willkommen zurück hier bei Tomb Raider. Wir sind hier jetzt in der Endurance. Oder mehr, was davon übrig ist. Bin wieder da. Und wir suchen ein bisschen Werkzeug. So. Die Pose kennen wir. Es ist so viel passiert. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimandscharo. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Ja. Das Abenteuer macht definitiv Furore. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir trotzdem nicht alleine hier sind auf dem Schiff. Oh, scheiße. Nö, ist die Zelle gleich auch runtergefallen. Oh, wie ich das hasse. Naja, wenigstens haben wir die. So aus. Es sieht nicht gut aus. Die Tür ist blockiert. Aber mit dem Frachttag kriege ich das hin. Halte durch, okay? Ich hole dich da raus. Okay. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Ach so. Warte mal. Andersrum einfach. Ah, hehe. So. Ach, ich muss... Ah, warte. Ja, ist ja gut, du Weichei. So, dann schießt es zu weit. Warte mal. Da muss es hin. Verdammt. Ups. Falsche Taste. So. So, wir müssen das Ganze... Ja.
Ja, sei ruhig, du Memme. Wir holen dich da ja schon raus. So, wenn wir jetzt das Ganze hier rüberziehen. So. Also. Ach Mensch, okay. Gib Ruhe. Geschafft. So. Kriechen den jetzt wieder auf die Mitte. Warte mal. Nee. Doch. So ein Heckmech. Hier hin und her. Ja, ist ja gut. Ruhig dich mal. Beeindruckt. Dann mal raus. Oh Gott! Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Kein Ausweg! Was machst du denn? Du bringst uns doch um! Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen zählen auf uns. Geh. Jetzt. Diese Insel frisst einen nach den anderen. Es darf niemand mehr sterben. Irgendwas Neues? Nein.
Ein altes Tagebuch. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Und anscheinend sind diese Jungs gescheitert. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Ah ja, das kennen wir hier doch. Das kennen wir. Ja, dann geht's jetzt nach Hause. Ohne Alex. Ja, jetzt sind wir natürlich auch stark genug. Mit diesem Teil. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Hallo? Ach ja. Reicht nicht. Na gut. Dann gehen wir so rüber. Gut, genau so sollten wir nicht rübergehen. Wo steigen wir wieder ein? Hier. Sind wir jetzt auch stark genug hierfür. Was auch immer sich dahinter befindet. Ein paar Vorräte. Und es geht da hoch. Mehr? Denn seine Leiche ist da unten irgendwo. Der? Wo ist der denn hin?
Denn seine Leiche hier? Nein. Jetzt haben wir endlich den Bogen. Müssen wir nur noch irgendwie wieder rüberkommen. Hallo Vogel. So, wir werden bestimmt schon sehnsüchtig erwartet. Leider natürlich wieder mit schlechten Nachrichten. Lara! Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut den See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge und danke fürs Zusehen. Bis dann.